Herzlich willkommen bei Dirksen Photography. Heute mal ein Rückblick in der Zeit. Wir haben die Hasselblad H3D hier in den Händen. Eine digitale Mittelformatkamera, das Nonplusultra, die teuerste Kamera aus dem Jahr 2006. Neupreis mit dem Objektiv, $32.000 damals. Und ich habe die Kamera nun seit einigen Jahren und wollte schon immer ein Review dazu machen, aber habe mir gesagt, so ein Ding benutzt du im Studio mit vielen Blitzen, große Produktion. Es macht nur Sinn, ein Review zu machen, wenn ich viele solcher Shootings gemacht habe. Ich fotografiere nicht so, ich fotografiere draußen mit natürlichem Licht, echte Menschen in ihrer echten Emotion, Hochzeitspaare, Pärchen. Also wusste ich, dass wenn ich Bilder machen will mit Blitz und großen Produktionen, vermutlich nie ein Review machen werde. Deswegen jetzt ein paar Jahre nach dem ersten Tag mit der Kamera ein Erfahrungsbericht zur Hasselblad H3D. Fangen wir an mit dem Grund, warum ich mir die Kamera gekauft habe. Ein bisschen Backstory. Ich bin ein Träumer. Ich glaube an das, was man möchte, an Träume. Und Träume sind in der Regel etwas, was unerreichbar ist. Und ich habe mal gegoogelt nach bestbezahltester Fotograf auf der Welt oder Best Paid Photographer. Und einer der Namen, der immer wieder auftaucht, ganz oben, ist Annie Leibovitz. Oder Annie Leibovitz. Eine Fotografin, die ihre Karriere gemacht hat bei dem Rolling Stone Magazin und 150 Cover fotografiert hat mit ikonischen Bildern, die um die Welt gegangen sind und die heute zu den außergewöhnlichsten Fotografinnen und Fotografinnen der Welt zählt. Und wenn du dir anguckst, welche Kamera sie in der Hand hält, dann ist es die. Und sie ist auch diejenige, die dir sagt, Equipment ist eigentlich egal und ich glaube ihr da vollkommen. Und dennoch war ich super neugierig. Die Frage ist, wie ist es wohl mit der teuersten Kamera der Welt aus dem Jahr 2006 zu fotografieren? Wie fühlt es sich an? Wie werden die Bilder? Wie ist das Erlebnis? Was, wenn ich die Kamera habe, die die beste Fotografin der Welt hat? Wie ist das? Das war mein Grund, die Kamera mir anzuschauen. Das war der Traum. Ich glaube an Träume. Ich glaube, dass wir können etwas nehmen, eine Zukunft und uns daran festhalten und uns daran entlangziehen, sie langsam aufbauen, wie ein Haus. Jedes Haus, was du siehst, war irgendwann eine Idee. Und dann nimmt man diese Idee und packt sie auf ein Papier. Und dann, wenn auf dem Papier das Haus fertig ist, erst dann fängt man an zu bauen. Und irgendwann ist das Haus fertig. Jedes Haus, was du siehst, jedes Gebäude, ist der Traum von einer Person gewesen. Und ich glaube daran und ich finde das sehr schön. Ich finde das sehr schön. Wir können etwas nehmen, was unerreichbar ist, wie eine Hasselblad H-Kamera. Und wir können sagen, eines Tages, oh, vielleicht habe ich ja eines Tages so eine Kamera. Und dann war irgendwann der Tag. Ich habe bei eBay immer mal geguckt. Und die H-Serie von Hasselblad zählt immer noch zu den teuersten Kameras der Welt. Die aktuelle, die H6D, kriegst du für etwas über 40.000 Euro. Ich denke noch ohne Objektiv. Dann in der 400-Megapixel-Variante im Multishot-Verfahren mit dem 100-Megapixel-Sensor. Das ist so das Level, auf dem auch diese Kamera ist, allerdings im Jahr 2006. Also, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ich habe bei eBay geguckt und es ist gar nicht so einfach, überhaupt einen Überblick zu kriegen über die verschiedenen Kameras und Modelle. Was gibt es denn? Es gibt die H1, H2, H3, H4, H5, H6D. Und was sind denn die Unterschiede? Bei der H3D gibt es die 1er-Variante, dann gibt es die H3D2, die noch ein bisschen anders ist. Dann gibt es alleine in der H3D gibt's die 31-Megapixel-Variante, 31-Megapixel-Sensor. Dann gibt es den 39-Megapixel-Sensor, den ich habe, der noch größer ist. Der Sensor ist größer. Die 50-Megapixel-Variante. Und es dauert erstmal, bis man einen Überblick hat, was es denn überhaupt gibt und wo die Unterschiede liegen. Dass der 31-Megapixel-Sensor kleiner ist als der 39-Megapixel-Sensor. Das heißt, die Objektive verhalten sich anders. 80mm ist nicht 80mm, sondern anders. Ich habe mir, bevor ich mir die Kamera geholt habe, auch zwei andere Kameras angeguckt. Die Fuji GFX und die Hasselblad X1D. Beide waren kleiner vom Sensor, auch Mittelformat, aber kleiner als diese hier. Und ich wollte den größten Sensor im Grunde für mich, der machbar ist. Das ist diese Kamera. Sie hat mich 3.000 Euro gekostet. Ich habe 0 Euro damit verdient. Und es ist schön, weil es ist keine Kamera, die ich mir gekauft habe, um
Geld damit zu verdienen, sondern es ist ein Traum, den ich mir erfüllen wollte, weil ich viel fotografiere und Fotografie liebe und in die Fotografie eintauchen will. Deswegen manchmal mal eine analoge Kamera. Das ist im Grunde die 20 Jahre vor dieser hier, wo du diesen schönen Sound hast aus diesen alten Kameras, den die Hasselblad H3D ebenfalls hat. Du siehst, ich bin im Continuous-Modus, das heißt, das ist die Geschwindigkeit der Kamera. Und du merkst, du kannst damit keine Sportfotografie machen, aber es reicht immerhin für sehr viele Anwendungen. Und wir kommen gleich dazu. Bleiben wir erstmal in der Geschichte, wie ich zu der Kamera gekommen bin. Also, X1D von Hasselblad, Fuji GFX und die H3D, H4D habe ich mir angeguckt und bei eBay dann verfolgt. Die X1D und die GFX haben mich beide vom Sound her, die hören sich beide sehr nach nichts an, sind besser von der Technik auf jeden Fall, aber ich wollte den großen Sensor. Ich wollte wissen, wie ist das, einen sehr großen Sensor zu haben. Das war Kernelement. Das hat die Kamera, die GFX und die X1D haben diesen Sensor nicht von der Größe her, von der physischen Größe. Okay, ich finde die Kamera bei eBay und hole sie ab, nimm 3000 Euro mit, Anna kommt mit und wir landen in Hamburg an der Alster. Mega schöne Straße, erstes Haus an der Ecke, direkt am Wasser. Wir gehen eine schöne Treppe hoch, klingeln. Ein 60-Jähriger kommt runter, schlank, braun gebrannt, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, kommt raus aus der Tür und sagt, komm mal mit. Und ich dachte, der gibt uns jetzt die Kamera vor der Tür. Und er macht die Garage daneben auf. Da steht ein Porsche Cayenne. Dahinter steht ein blauer Porsche GT3, GT2 RS, irgendwie sowas. Und dann noch ein Porsche aus den 70er Jahren. Und daneben die ganzen Fotosachen. Riesen Blitze, Blitzanlagen, Schirme von Marken, die ich nie gehört habe. Ich meine, ich kenne schon Profoto und Hensel, aber das waren Sachen, Brise, wo ich wenig Kontakt habe in meiner Fotografie mit People-Fotografie und Hochzeitsfotografie. Und er packt Geschichten aus, wen er fotografiert hat und was und Tagessatz 17.000 Euro und Anna ist dabei und wir beide gucken uns an und denken so, wie geil ist das denn? Ich meine, du kannst, wenn du sagst, du bist Fotograf, dann können Leute schmunzeln und sagen, als Fotograf kann man ja kein Geld verdienen. Das ist nichts. In der Zeit von Smartphones, Smartphone-Fotografie, was ist denn da der Fotograf noch? Und dann steht da jemand vor dir, der dir sagt, Tagessatz 17.000 Euro, schickste Lage Hamburg, drei Porsche in der Garage und mega Fotografie-Equipment. Und das Schönste, die Geschichten. Jemand zu sehen, ich habe in dem Moment im Grunde mich selber gesehen, in 30 Jahren. Das war toll. Irgendwann stehe ich auch da mit 60 und verkaufe eine teure Kamera an einen Mitte- oder Ende 20-Jährigen, der seinen Traum lebt. Das ist eine tolle Sache. Das war mein erster Kontakt mit der Hasselblad H3D. Anna und ich fahren wieder nach Hause, die Kamera in der Hand. Die ersten Bilder, die ich damit gemacht habe, habe ich in der Garage gemacht. Ein bisschen von dem Porsche ist mit drauf. Irgendwas musste ich ja fokussieren. Und ich bin den nächsten Tag rausgegangen hier in Bremen und habe einfach fotografiert, was so da rumsteht oder rumlag. Und ich habe nur ein Objektiv, das 80mm 2.8, das ist das Kit-Objektiv. Man kann es auch so kaufen, kostet 3000 Euro, ist das günstigste. Alle anderen sind teurer. Und es ist im Grunde eine modulare Kamera. Was das bedeutet, wir haben im Grunde von der technischen Seite her, wir haben einen Autofokuspunkt, der ist in der Mitte. Die Geschwindigkeit ist, ich sag mal, gefühlt ein Foto pro Sekunde. Und wir haben ein modulares System, das heißt, wir können alles abmachen. Wir haben den Akku hier, das ist der Griff, so fotografiere ich im Grunde damit. Die Kamera ist schwer, aber sie lässt sich sehr gut halten so. Du hast einen tollen Grip und du kannst die Batterie einfach so abnehmen. Dann ist im Grunde die Kamera ohne Griff. Und man kann die Batterien einfach so mitnehmen und dann einfach so wieder dran setzen. Und dann weiter fotografieren. Wir können sie mal eben auseinanderbauen. Also wir machen mal hier den Viewfinder ab. Alles an der Kamera ist teuer. Wenn du das nachkaufen willst, für die Kamera, nicht für die neue, sondern für die, zahlst du knapp 1.800 Euro. Nur für dieses zum Durchgucken.
Das Objektiv liegt bei 3000 Euro und es ist das günstigste. Die anderen sind alle noch teurer. Wir gucken uns mal eben den Sensor an im Verhältnis zu anderen Sensoren. Also hier ist der Spiegel. Wir können mal zur Vollformatkamera uns das angucken. Ich habe hier die 5DSR von Canon. Das ist jetzt der Vollformatsensor der 5DSR. Guck mal, dass man hier irgendwie dass man das sieht. Ich mache gleich nochmal Fotos, dass du ein bisschen den Vergleich siehst. Aber hier ist der Spiegel Mittelformat H3D und hier ist der Vollformat. Und dann haben wir noch die APS-C-Kamera, dass du einfach nochmal die Vergleiche siehst. Das ist jetzt APS-C, das wäre dann so Fuji X-T3, das ist jetzt eine Canon APS-C. Aber du siehst, wie riesig der Spiegel ist und der Sensor ist im Grunde das Rückteil hier. Hier ist der Sensor. Das ist die Größe vom Sensor und jetzt vergleich das mal mit der spiegellosen Kamera, die du hast. Das ist ein riesiger Unterschied und ist nochmal größer als bei der GFX 50 und der X1D. Und das ist dann der Buddy. Und so kannst du alles verbinden. Du kannst auch einen anderen Sensor dir holen, auch von anderen Marken. Und du kannst alles relativ easy wieder zusammensetzen. Das Objektiv ist super leicht für einen 2,8er. Und sitzt wirklich gut vom Fokus her und von der Schärfe. So, und so hast du alles wieder ruckzuck zusammen. Da ist es wieder. Technisch ist das alles sehr minimalistisch. Wir haben zwar Weißabgleich, können Autoweißabgleich machen, können auch Kelvinwert einstellen. Wir haben einen Autofokuspunkt in der Mitte. Geschwindigkeit ist gefühlt ein Bild pro Sekunde. Wir speichern per CF-Karte. Ich habe keine CF-Karten, deswegen nutze ich immer die SD-CF-Adapter. Ist ein bisschen langsamer, aber das passt schon. Und die Frage ist, was fotografiert man denn damit? Und ich fotografiere Menschen, gerne auch auf der Straße, spontan, Leute, die ich nicht kenne, anspreche, rein ins Abenteuer. Und wir schauen mal, wie das hiermit funktioniert. Ich stehe im Grunde mit der Kamera in der einen Hand und dieser hier in der anderen am Film. Das sieht dann so aus. Also die so am Film und die so am Fotografieren. Hiermit das Video, einfach so. Und hiermit die Bilder. Du kannst einfach so stehen bleiben. Ich schaue einmal. Einmal looky looky. Ich habe so eine ganz alte Kamera gerade hier dabei. Die ist ein bisschen umständlicher, aber macht sehr schöne Bilder. Sehr schön. Und vielleicht einmal, wenn du dich einfach mal hier oder hier anlehnst, einfach so. Und ich komme einmal von hier. Ja, sehr schön so. Und einmal schauen. Schau ruhig nochmal einmal die Straße runter. Stell dir vor, da kommt gerade dein Traummann auf dich zu. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Bleib ruhig einmal so. Sehr schön. So. Und vielleicht einmal mitten auf der Schiene. Also da kommt eine, dann stellen wir uns auf diese Seite. Da kommt auch, machen wir ruckzuck einmal. Ja. Einmal so. Okay, gehen wir hier rüber. Und vielleicht einmal noch einfach hier in dem Gang. Da ist gerade so, vielleicht wenn du dich hier hinstellst. Ich guck mal, jetzt müsstest du so im Licht sein. Das ist eigentlich ganz schön und ich guck mal, dass ich hier Platz finde. Ist sehr schön so. So. Einmal looky. Looky, looky. Und einmal noch vom Nahen und dann ist goodie goodie. Noch einmal gegen das Licht, einfach so. So, das ist auch sehr schön. Mal schauen. Wir gucken uns gleich mal die Bilder an. Ja. Okay, ich gebe dir einmal die Kamera. Ja. Einfach so. Gebe ich dir eben die Tasche. Ja, ich habe mir diese große Kamera hier gekauft.
And I just hold it like this. And with this camera, I take the pictures. So can we see after? Yeah, we take a look at the pictures. Let me just. Yeah, it looks really nice. And pop, 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 pop. Let me just take a look at the and I take one more time. Okay. And you can also get closer together. Yeah, yeah. Very nice. And I go one step back just so I get you. And I come a little bit closer. You can just stay like this. Ah yeah. Perfect. So I can show you, take a look at some images. Oh, it's nice. Oh, it's so sweet. It's sweet actually. Yeah. It's cool. Oh, I like them. Yeah, I think it looks really nice. Maybe one more of each of you, just right here. Maybe here, so try to get the flowers. Yeah, it looks really nice. And maybe look to your friend. Ah, yeah. Perfect. Like this. Oh, are you taking a picture of me? And one more just like this. And I take one from this side, and then it's... and maybe when you look just into this direction, very nice. And I take one. I take one just yeah. Over there. Maybe here. Or here. Bop, 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 bop. Come on, just forget about that. Yeah, it's fine. You can just leave it as it is. And let me just take a look. Bop, bop. Maybe one more time, so I change a little bit my. Oh, can you go but to I the? Here, like... Oh yeah. Yeah. Oh, that's really nice. And maybe, yeah. When you also, oh, that's when you look a little bit down the river here. And one more time to me. And to your friend. Very nice. And again, when you look at each other. Ah, yeah. Just like this. Okay. We can take a look at the images. Yeah. Oh, it's so cool. Could you please excuse us for one or two pictures? Oh, yeah. We are. Yeah, so let me just take a look. Bop, 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 bop. Yeah, that's really nice. I just take some pictures just like this. And look to me, just like this. Ah, yeah, very nice. And maybe when you hug each other, when you embrace, when you get close together. Yeah. Ah, yeah. Yeah, they're very nice. And do it again. Okay. And I take one more from the other side, and then it's goody goody. I just take some of from here, and it's nice with the bridge in the background. Let me just take a look. And if you like, you can also put your hand like this. Yeah. Yeah. Very nice. And maybe one of each of you. Yeah. You can just stay like this. Very, very nice. Just like this. And look again to you. Oh yeah, like. Look to your friend. And
maybe one of you, or maybe also here. Yeah, sure. So, I don't know where. Yeah. So let's. And I'll take one more of you, and then it's goody goody. Yeah, just like this. I'll just take some pictures just like this. Very nice. So how long you will stay here? And one last one. Come a little bit closer. Yeah. Oh. Okay. Did I see those? So with let me just see if it's a little bit too bright. Bop, 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 bop. So I hold this to take the picture to make the video like this, and with this one I'll take the pictures. Yeah, you can just stand like this. Okay. Okay, let me just check it. One moment. Yeah, that looks really nice. Very nice. You can both look to me. I can show you how it looks like, so you. Maybe when you both look a little bit to the central station. Yeah, a little bit to the. When you look a little bit into this direction, I think it's really nice. And get closer together. Ah, yeah, very nice. Oh, and maybe so you are a couple or no? No. No? Okay. But you can put your arm around her. Just as yeah. Ah, yeah. Just a friendly hug. Okay. And what? Background. Oh, yeah. Very nice. And yeah. Let me just take one picture of you, just like this. And just one of you, just like this. Okay. So
Yeah, I just go pop like this. Ah, yeah. Very nice. Oh, you can go. That's no problem. Just take a look. It's a very old. And maybe also one from here. Just like this. Hold on. Ah, yeah. So. And also one from here, and then finito. And yeah, you can turn to me. And I take one of each of you again, for one of you, just like this. And also one of you. One last one. Okay, it's a... Sehr schön. So, ich schau einmal. So, was haben wir? Looky, looky. Sehen die okay aus? Ja, sehr schön. So. Sehr schön. Oh, du. Ich komme noch mal ein bisschen näher. Einfach so. Ah ja. Ja, mal looky, looky. Und vielleicht einmal, vielleicht hier. Mal schauen. Vielleicht, wenn ihr hier einfach. Sind Sie oft in Amsterdam? Nee. Ich bin nur auch heute nur einen Tag. Einmal so. Wenn ihr wollt, ihr könnt euch auch ein bisschen umarmen, wenn ihr möchtet. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Ah ja, sehr süß. Und spricht sie Englisch? Oder? Ja, sie spricht Englisch. So, you understand me in English? Yes. Okay, so I'll take a picture of you, just like this. And one of you. And maybe one of each of you. Maybe when you can you do something like this? Yes. And I take a picture from this.
from this side. Yeah, that's nice. We just take a look. And also look to your friend. And look to me. Oder schau ruhig zu mir. Ja. Ja, sehr schön. Und auch einmal one time with you. Just some pictures of you. Just like this. Yeah, it looks really nice. Okay. Perfect. If you like, I always have some we can take a look at. Yeah. Just take a look. Yeah. Yeah, that looks really nice. I go a little bit further away. You can stand like this. Ah, yeah. Very nice. And one of each of you again. Nochmal von jedem ein einzeln. Okay, noch einmal von dir. So. Und einmal von dir auch. Ja, dann habt ihr ein paar schöne Erinnerungen. Na? Sehr schön. Und einmal noch so. Okay. Thank you very much. Yeah, no. Hiermit filme ich das und hiermit mache ich die Fotos. Ich mache mal einen Test, um zu schauen. Einmal so. Hopp. Und ich gehe noch. Ja, sehr schön. Und schau ruhig nochmal zu mir. Sehr schön. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. So. Und einmal auch von hier. Ja, sehr schön. Ich mache immer ein paar mehr Bilder. Und ich gucke noch einmal vielleicht. Bop. Auch noch einmal so von hier. Ja, es ist schön mit dem Fahrrad so.
Und schau noch mal einfach so auf die andere Straßenseite rüber, wo das Auto gerade hält. Stell dir vor, da kommt gerade dein Traummann vorbei. Sehr schön. Wir können mal raufgucken. Das ist eine sehr alte Kamera. Man sieht also nicht so viel. Ich pack das mal eben. Schau mal eben. Ich halte die Kamera einfach so und hiermit mache ich die Bilder. Okay. Ich gucke einmal von der Einstellung. Genau, bleib ruhig so. Ja. Einmal looky looky. Einfach so. Einmal schauen. Ja, sehr schön. Ja. Du. Jetzt fährt der Wagen weg, ne? Ja. Und schau noch mal einfach so zu den Mästen drüber vom Boot. Sehr schön. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Jetzt kommt die Wespe. Ja. Sehr schön so. Schau einmal. Und willst du dich einmal einfach an den Baum lehnen? Einfach, okay. Vielleicht einfach so. Ja. Und ich denke, es schaut auch ganz schön aus. Okay. Ja, schön. Sie am besten nicht mit drauf. Ja. Ich hab nur dich drauf. Also okay. Einmal. Und schau auch noch mal einfach so den Gang runter. Stell dir vor, da kommt gerade dein Traummann auf dich zu. Sehr schön. Und ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Bop. Und vielleicht einmal am Geländer, hier an der... Wir können mal gucken. Geht das mit der Sonne? Ja. Ja, so ist eigentlich ganz gut. Einmal hier. Die Einstellung, sehr, sehr schön so. Einmal looky looky. Ist eine ganz alte Kamera, aber die, ja. die macht sehr, sehr, sehr schöne Bilder. Vielleicht einmal noch einfach mitten auf dem Weg. Jetzt kommen gerade keine Autos. Ja, sehr, wenn du willst, du kannst auch eine Hand so in die Hüfte nehmen. Ja. Ja, genau. Sehr schön. So. Warte, ich komme noch mal ein bisschen. Bleib ruhig so. Einfach so. Sehr schön. Und eins einmal gegens Licht. Einfach, wenn wir uns umdrehen. Also ihr könnt ruhig vorbeigehen. Alles goodie goodie. Ich mache einfach eins noch einmal so. Und wir können mal gucken in der Kamera. Das Display ist sehr alt. Wie verhält sich denn die H3D, die riesen Hasselblad-Kamera hier im Vergleich zum Beispiel zu einer Canon Vollformat? Hier ist die 5DSR. Ich habe die Hasselblad genommen und die 6D mit dem 50mm 1.2 und im Grunde das gleiche fotografiert mit beiden und ein Video dazu gemacht. Ich packe den Link unten rein, wo wir in Lightroom
beide Seiten durchgehen. Canon Vollformat 50mm 1.2, Hasselblad H3D 80mm 2.8, im Grunde die gleichen Bilder fotografiert. Das Ergebnis für mich ist, dass im Grunde die Bilder von der Canon-Kamera super ähnlich aussehen, was sehr viel für die Canon-Kamera spricht, dass sie so mitkommt, was die Sensor-Power hier anbelangt. Wie ist das denn heutzutage, das noch zu benutzen? Lohnt sich so eine Kamera heute noch? Meiner Meinung nach nein. Für mich ist das ein wahr gewordener Traum, aber es ist keine Kamera, die ich mitnehme auf ein bezahltes Shooting. Sondern das ist für mich als jemand, der Fotografie liebt und auch gerne Zeit, Geld und Energie darin investiert, ohne an einen Return on Investment zu denken, sondern ich denke an einen Return on Emotion. Welche Gefühle gibt mir die Kamera, nicht wie viel Geld verdiene ich damit. Das ist keine Kamera, mit der ich Geld verdiene, das ist eine Kamera, die mir Gefühle gibt, mit der ich Träume verwirkliche. Und da sie von 2006 ist, finde ich, ist sie nicht sehr zu vergleichen mit modernen Kameras. Jede Kamera heutzutage, Vollformatsensor, ist besser als die. Von der technischen Seite. Besserer Autofokus, besserer Akku, mehr Bilder pro Sekunde. ISO. Maximaler ISO-Wert ist 800 und du willst nicht bei ISO 800 hiermit fotografieren, weil du kannst die Bilder nicht benutzen. Es ist wirklich gruselig vom Rauschen her, vom Farbrauschen. Es vergleicht sich vermutlich, ISO 800 hier ist wie mit ISO 40.000 an der aktuellen Vollformatkamera. Du willst kein Shooting bei ISO 40.000 machen mit einer Nikon, Sony, Canon Kamera und du willst auch hiermit nicht mit ISO 800 fotografieren. Das ist eine Studiokamera, die man nutzt mit Blitzen, mit einem Environment, wo man genau weiß, da ist das Model, Backdrop, hier ein Blitz, da ein Blitz, Oberlicht, Stativ, Klick, fertig. 39 Megapixel, tolles Bild, ISO 50. ISO 100 geht auch, ISO 200 ist so auch noch okay, ISO 400 ist schon grenzwertig und ISO 800 geht nicht. Das heißt, es ist praktisch nicht mehr nutzbar, sobald man im Dunkeln ist, aber sobald man tagsüber fotografiert, finde ich eine tolle Sache und es ist mal was ganz anderes. Du hast einen ganz anderen Body, das Ding ist schwer, aber mit dem Objektiv ist es relativ kompakt. Ich habe es öfter mitgehabt in meiner Kameratasche, mal nach Spanien, ein paar Monate da gelassen, ein halbes Jahr und immer als ich dann dort war, dort fotografiert, auf die Straße nach Amsterdam, als ich Johnny getroffen habe, einem Hochzeitsfotografen aus Holland, auf die Straße hier in Bremen, Street Photography und selbst die Leute, die sich bewegen, konnte ich gut fotografieren, obwohl ich nur ein Bild pro Sekunde habe und einen Autofokuspunkt und die Kamera ist schwer. Und ich habe die Shootings alle gefilmt mit einer zweiten Kamera so. Und das ist ein großartiges Gefühl, hiermit zu fotografieren. Ich kaufe mir manchmal Sachen, die keinen Sinn ergeben vom ökonomischen her, aber die mir ein Gefühl geben. Ich bin wie ein Kind im Spielzeugladen und diese Kamera ist dieses Spielzeug, was du immer haben wolltest, aber was dir deine Eltern nie gekauft haben. Und wenn du erwachsen bist, darfst du dir ja selber Spielzeug kaufen. Für mich ist das ein wahr gewordener Traum und ich dachte, ich mache mal ein Video dazu, da ich im Grunde sehr wenig Videos gesehen habe zu diesen Kameras, zu der H-Serie allgemein, aber insbesondere zu den älteren, zu der H3D oder H4D, würde ich sie mir nochmal kaufen. Ich habe sie mir gekauft, um sie zu haben, um dann zu merken, im Grunde brauche ich sie gar nicht. Und manchmal ist das schon der Punkt, wo du dann Befriedigung hast. Wenn du Fotografie liebst, dann träumst du im Grunde immer von irgendwas. Ein super Objektiv, diese super Vollformatkamera oder Mittelformatkamera. Und wenn du sie dann hast, dann verschwindet dieses Verlangen und der Traum ist zu Ende, weil er wahr geworden ist. Und du fokussierst dich auf was Neuem. Und manchmal ist das ganz gut, den Traum wahrzumachen, einfach, dass du Fokus hast auf was Neues und nicht zu lange dem gleichen Traum hinterherjagst. Aber ein Traum braucht auch Zeit. Es kann sein, dass du einen Traum hast und er erfüllt sich erst in ein, zwei Jahren. Vielleicht willst du so etwas haben, nur ganz neu, und das kostet 30.000 Euro und du willst ein Commercial Studio Fotograf werden, der große Kampagnen macht für Kaufhäuser und Marken. Und du fängst aber jetzt erst an und fängst an mit einer 5DSR 50 Megapixel und kommst irgendwann zu Fuji GFX 50 Megapixel und dann zu Fuji GFX 100 und dann bist du da, aber vielleicht sind es 2 Jahre. Aber du träumst heute schon davon. Du visualisierst schon dein Leben in 3 Jahren heute und machst kleine Schritte dahin.
Und das war damals für mich der Grund, das zu kaufen. Es war ein wahr gewordener Traum. Das ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich mir die gekauft habe. Habe nie wirklich viel darüber erzählt. Heute haben wir mal ein Video gemacht zur Liebe, zur Fotografie. Nicht um Geld zu verdienen, sondern um das Kind in sich selber glücklich zu machen mit einer schönen Spielerei, der Hasselblad H3D. Vielen Dank. So, wir sind jetzt einmal in Lightroom. Ich dachte mir, wir gucken uns nochmal die Bilder an, direkt aus der Kamera. Und ich habe jetzt hier alles Bilder mit der Hasselblad H3D. Und das sind alles jetzt die unbearbeiteten. Ich scroll einfach mal durch. Und wir gehen gleich mal in Bilder rein und bearbeiten sie. Eine Sache, die mir auf jeden Fall immer aufgefallen ist beim Fotografieren, ist, dass ich im Grunde die Keeper Rate, also die Anzahl an Bilder, die mir gefallen und die ich behalte, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, ich laufe los, gehe hier raus und mache Fotos. Und am Ende, wenn ich dann überlege oder gucke, welche Bilder behalte ich und bearbeite ich, behalte ich fast alle. Es gibt Momente wie hier jetzt draußen, wo ich bewusst Fotos gemacht habe, wo es dunkel ist, um die hohen ISO-Werte zu testen für mich. Aber wenn ich so losgezogen bin, im Grunde, um schöne Fotos zu machen, habe ich ganz wenig Ausschuss. Das heißt, ich behalte tatsächlich und bearbeite tatsächlich fast alle Bilder, die ich mache. Was ganz anders ist als mit allen meinen anderen Kameras, wo ich deutlich mehr selektiere. Wir sehen hier im Grunde 80 mm, das ist das Objektiv, 1/180. ISO 50, am besten ist immer ISO 50. Auflösung ist 7200 x 5400. Wir haben die 3FR, das ist die Datei, der Dateiname. Und das Objektiv ist wirklich toll. Du siehst, wie scharf hier das Bild ist. Du kannst wirklich schön reinzoomen. Wir sind bei Offenblende hier. Und die Kamera macht wirklich ein schönes, scharfes Bild. Du siehst hier wirklich, wie nah du in das Bild rein kannst. Wir können auch noch näher rangehen hier, doppelte 200%. Du kannst fast hier das Schild lesen. Wäre ich ein bisschen ruhiger gewesen beim Fotografieren, könnte man wahrscheinlich sogar das Schild lesen. Oder hätte ich noch ein bisschen mehr abgeblendet. Das heißt, die Auflösung ist wirklich toll. Die Objektive sind alle super. Die haben auch ihren Preis. Das günstigste liegt bei 3000 Euro. Das ist das Kit-Objektiv hier, das 50er. Und ich dachte, wir gucken einfach mal eben rein, bearbeiten ein paar Bilder. Hier sehen wir das Bokeh, wobei hier sind wir sogar bei F4. ISO 400. Wenn wir einmal reinzoomen, sehen wir im Grunde ein bisschen besser so die Qualität. Und sobald wir hier irgendetwas verändern, siehst du schon, wie gruselig es hier wird in den Bereichen. Also wenn wir alles unbearbeitet lassen, ist alles gut. Aber sobald wir uns hier irgendwie etwas heller machen, kriegen wir schon sehr starkes Farbrauschen hier. Das bei ISO 400. Also ich hüpfe erst nochmal ein bisschen durch, dass wir ein bisschen Einblick bekommen, was wir damit so hinkriegen können. Dass wir die unbearbeiteten Bilder einmal sehen. Nochmal reinzoomen. 200% hier. Und wir können mal auch einfach ein paar Bilder bearbeiten. Ich habe hier mein Preset-Paket, das heißt, alle Bilder, die du von mir siehst, egal hier ob YouTube oder sonst wo, sind mit diesen Presets bearbeitet. Ich klicke ein Preset an und dann ist das Bild im Grunde schon so gut wie fertig. Nehmen wir nochmal hier so einen Schwarz-Weiß-Look. Und ich finde, die Kamera macht wirklich schöne Bilder. Und 39 Megapixel, damals 2006, war das unerreicht von egal welcher anderen Kamerafirma im Grunde. Insbesondere von den Canon, Nikon, Sony war damals noch gar nicht so. Fuji gab es auch noch nicht so richtig. Wenn du dir anguckst, wie scharf hier das alles ist, wie weit du reinzoomen kannst, im Grunde wie groß du das drucken kannst, ist das schon erstaunlich. Heutzutage gibt es andere Kameras, die das auch können und die deutlich günstiger sind, wie die Canon 5DSR. Die ich ja auch habe, 50 Megapixel, gab es bei eBay für 1000 Euro. Also das ist ja im Grunde nichts im Vergleich zu den Hasselblad-Kameras. Die Sony A7R-Serie, die man auch schon günstig kriegt. Die erste, die Sony A7R 1, Sony A7R 2 gibt es relativ günstig. Die A7R 4 mit über 60 Megapixel. Das heißt, es gibt jetzt deutlich mehr Kameras, die das auch können. Du siehst, wenn ich einfach hier rüber scrolle über die Presets, dann kann ich irgendwas anklicken und habe im Grunde schon ein fertiges Bild. Wir können eigentlich auch mal ein Bild hier bearbeiten und dann einfach alles auf die nächsten Bilder übertragen.
Nehmen wir mal hier Coloria und nehmen jetzt die nächsten 10, 20 Bilder, synchronisieren alles. Jetzt sehen wir hier unten, wie im Grunde jedes Bild den gleichen Look bekommt. Und ich meine, am Ende wäre ich jetzt mit einer Canon-Kamera da rumgelaufen, dann hätten die Bilder alle sehr ähnlich ausgesehen. Aber wenn man, ich finde, die Bilder haben schon einen anderen Look, zum einen auch aufgrund des Formates, das heißt, der Sensor hat ein anderes Seitenformat als die normalen Vollformatkameras, die man so gewohnt ist. Und ich finde, die Kamera hat auch sehr schöne Farben, aber hat auch Schwächen, eben in dem höheren ISO-Bereich. Wir sind ISO 50 und wir haben eine ganz tolle Bildqualität hier, nur wir können halt nicht so dran rumdrehen an den Reglern wie in vielen anderen modernen Kameras. ISO 50 geht noch, aber je höher wir gehen mit dem ISO-Wert, desto mehr kommen wir an die Grenzen und desto mehr Dreck sehen wir im Grunde im Bild. Was ich mit Dreck meine, gucken wir uns gleich an. Nehmen wir mal irgendein Bild mit, nehmen wir nochmal hier so ein Bild mit Landschaft. Das ist eigentlich auch ganz schön. Du siehst, die Kamera hat hier Flecken drauf auf dem Sensor. Ich habe den Sensor noch nicht sauber gemacht. Und wenn die Kamera von 2006 ist, dann ist da mit Sicherheit schon irgendwie mal was draufgekommen an Dreck. Ich bin super zufrieden mit dem Look. Ich finde, die Objektive ist super scharf. Du siehst, alles ist klar hier, selbst bei 200% rangezoomt. Du hast einen unglaublichen Detailgrad, du kannst alles hier lesen. Also wenn du Bilder drucken willst in großer Qualität, musst du überlegen, die Kamera ist 14 Jahre alt, ist das eine unglaubliche Leistung, die damals hier rauskam. Und meiner Meinung nach deutlich besser als die 5 DSR, die ich habe. Kriegt nicht diese Schärfe hin und die Auflösung. Auflösung schon, aber nicht den. Die Hasselblad-Objektive haben eine eigene Qualität, würde ich sagen, die ich mit den Canon-Objektiven so nicht erreiche. Wir können doch mal hier einfach nochmal ein Bild hier mit People anschauen. Ich habe ja die Shootings hier in Amsterdam auch mit der Canon fotografiert parallel und ich finde, die Bilder sind sehr ähnlich geworden. Ich habe sie alle gleich bearbeitet, auch hier mit meinen Presets. Ist eigentlich egal, welchen Look man hier wählt. Man kann hier im Grunde jeden anklicken und dann einfach heller, dunkler machen. Thema Geschwindigkeit pro Sekunde. Die Kamera ist ja relativ langsam mit ungefähr einem Bild gefühlt pro Sekunde. Aber dennoch fand ich, habe ich irgendwie alle Momente gut einfangen können. Schauen wir uns jetzt mal an die dunklen Sachen mit einem höheren ISO-Wert. ISO 100, wenn wir ISO 100 hier hochdrehen, das geht sogar noch. Wobei, wenn man jetzt ranzoomt, siehst du im Grunde hier schon, wie dreckig es wird. Das meine ich mit Dreck. Und je höher wir den ISO-Wert machen, schauen wir mal, dass wir hier einen hohen ISO-Wert haben. Ich will es nur einmal zeigen, wie es aussieht bei ISO 400 oder 800, wenn ich denn hier eins finde. Gucken wir mal eben hier, Metadaten. Bom, 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 bom. Kamera, Objektiv. Machen wir mal hier ISO-Wert. Gehen wir mal ISO 800. Und jetzt gucken wir uns mal die Bilder an. Das ist jetzt ISO 800, F2.8. Und wenn wir jetzt einfach so reinzoomen, gehen wir mal auf 100%, dann sieht man im Grunde schon Dreck. Alles, was dunkel ist, ist irgendwie, ist nicht so scharf wie die anderen Sachen. Und wenn ich jetzt ein bisschen hier dran drehe, dann siehst du schon, wie dirty im Grunde das Bild ist. Also das würde ich jetzt auf gar keinen Fall benutzen für irgendwas Wichtiges. Sei es jetzt Hochzeit, Print, das ist jetzt kein. Wenn du es so siehst, dann kommt das Bild noch davon, aber wenn du es groß druckst, dann fällt es in sich zusammen. Wenn wir jetzt ein Preset hier drauf packen und es mal so bearbeiten, wie es machen würde, so vielleicht. Und wenn wir jetzt einfach ranzoomen, dann sehen wir schon, wie der ISO-Wert hier in sich zusammenfällt, wie viele bunte Pixelpunkte hier rumschwirren. Aus der Ferne ist alles gut, aber wenn du dann tatsächlich ranguckst,
ist das alles so lala. Wobei die Bilder so gut aussehen bei ISO 800. Aber sobald ich hier irgendetwas dran drehe und einfach näher rangehe, dann fällt es in sich zusammen. Ich finde dennoch, die Kamera macht super viel Spaß. Es ist was ganz Besonderes. Es ist wie ein Oldtimer, den man sich kauft, der nicht schneller fährt als andere Autos, der nicht, der viel Pflege braucht und der auch schnell kaputt gehen kann. Aber es ist was ganz Besonderes und für jemand, der Fotografie liebt und seinen eigenen Weg in der Fotografie geht, für mich war es genau das Richtige. Zu der Zeit. Jetzt gibt es andere Kameras, an die ich denke, die noch teurer sind. Die Leica MD ist eine schöne Kamera, an die ich denke. Vielleicht verkaufe ich die Hasselblad und hole die MD. Wobei, wenn ich jetzt wieder die Bilder hier sehe, bin ich doch ganz zufrieden, dass ich sie habe. Und das war mein Einblick in das Leben mit einer Hasselblad H3D.